Bei einem Wildunfall auf der A49 Fritzlar-Borken ist am heutigen Samstag gegen 4 Uhr ein erheblicher Schaden entstanden. Ein Lastwagen aus Schwalmstadt hatte 800 Meter vor der Abfahrt Wabern ein Wildschwein überfahren. Das Tier geriet mitten unter die Zugmaschine und riss die Verbindungsleitung der beiden Dieseltanks ab. Der LKW legte eine Dieselspur von 1600 Meter. 250 Liter Diesel flossen in einen Flutgraben an der B253. Feuerwehrleute aus Fritzlar, Kappel und Werkel nahmen den Kraftstoff mit Bindemitteln auf und entleerten die beiden Dieseltanks. Der Verkehr auf der A49 lief auf den linken Fahrstreifen weiter. Die 253 war bis 7 Uhr voll gesperrt. Die Polizei und Feuerwehr leiteten den Verkehr um.